Die Zutaten: 100 Gramm eingeweichte Mandeln, 200 Gramm Datteln, 200 Gramm eingeweichte Cashewnüsse, 3 Esslöffel Kokosöl, die Zitronenschale von einer Bio-Zitrone, der Saft von 2 Zitronen, 1 Teelöffel Vanillepulver, 150 Gramm gefrorene Himbeeren und 2 Esslöffel Kokosöl. Die Springform hat 17 cm Durchmesser. Und etwas Kokosflocken brauchen wir auch noch. So, hier werden die Mandeln gemixt. Gemahlen sehen die dann so aus. Dann kommen die Datteln. Und die geben wir jetzt zu den Mandeln dazu und kneten. Bis wir eine Form haben. Dann die Springform mit Kokosöl einfetten und mit Kokosflocken bestreuen. Etwas klopfen und die Masse auf den Boden der Springform geben. Sieht dann so aus. Die Cashewnüsse in den Mixer geben. Das Kokosöl dazu. Zitronenschale reiben. Auch dazugeben. Und der Saft von 2 Zitronen dazu. Schön auspressen. Und auch dazugeben. Hier noch etwas Vanillepulver. Und das Ganze mixen. Das Topping dann auf den Boden draufgeben und schön verstreichen. Jetzt kommt unser Topping mit den Himbeeren und dem Kokosöl. Das Ganze mixen wir und geben es wieder auf die Füllung. Sieht dann so aus. Und etwas Kokosflocken drauf. Die Himbeeren dazu. Und fertig ist unser Himbeer-Cheesecake. Yeah! Sieht lecker aus, oder? Lass ich doch gleich mal jemanden probieren. Sabina Bart probiert meinen Cheesecake. Die Stunde der Wahrheit. Nice try. Aber mich konntest du nicht davon überzeugen, mit deiner Schauspielerei hier. Das sehr cremig und sehr erfrischend. Mhm. Und die Konsistenz ist perfekt. Ja. Nicht zu fest und nicht zu weich. Im Abgang zitronig. Ja gut, du musst das jetzt nicht übertreiben. Okay. Also ist es gut. Jo. Okay, das wollten wir wissen. Gut, danke für dein positives Feedback. Bitte.